Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute wieder ein schnelles, einfaches One-Pot-Gericht. Hähnchen süß-sauer. Es ist mein klassisches Kochtopfrezept, was ich heute etwas abgewandelt in der Cook for Me zubereite. Im Kochtopf füge ich die Nudeln nicht dazu, sondern koche diese separat. Und hat man schon mal die Cook for Me, dann kann man auch alles zusammen in den Topf werfen und unter Druck garen lassen. In schnellen 7 Minuten ist das Gericht auch schon fertig. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video und beim Ausprobieren. Zwei Knoblauchzehen, etwas frischer Ingwer, 2 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Branntweinessig, 2 frische Zitrone und 2 Esslöffel Ketchup. Ich nehme den scharfen. Und na klar, was wäre Hähnchen süß-sauer ohne Ananas? Ich benötige etwa 200 bis 250 Milliliter Ananassaft. Und ich wechsle zur manuellen Einstellung. Klassisches Garen und Braten. Und der Topf wird erhitzt. Das Fleisch wird in den Topf gegeben und kräftig angebraten. Etwa 2 Esslöffel Tomatenmark werden zugegeben. Abgelöscht wird das Ganze nun mit etwa 250 Milliliter Ananassaft, außerdem 100 Milliliter Wasser, nach Belieben etwas Ananas aus der Dose und ein Päckchen China-Nudeln. Und der Topf wird geschlossen und gart nun unter Druck. Schnelle 7 Minuten. Und es wird abgedampft. Und ich verlasse das Programm. Super. Ja, die Nudeln sind durch, das Fleisch natürlich auch. Und das schmeckt, davon gehe ich jetzt mal aus, da ich dieses Rezept schon mehrfach im Kochtopf ganz klassisch zubereitet habe. Priyatno.
Ja, nee, das ist ja sehr gerne. Entschuldigung, sehr. Ich hab's gleich. Was ist das? Ich hab's gleich. 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 Ich hab's gleich.